Ja, und willkommen zurück bei Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ich habe direkt gefailt, als ich den Spielstand speichern wollte, um den anderen Spielstand zu laden, um mir das dieses eingemeißelte Rätsels, diese eingemeißelte Grafik da an der Wand anzuschauen, habe ich aus Versehen eben diesen Spielstand überschrieben. Und jetzt muss ich einfach manuell nochmal hier so lang kommen, ne? Aber macht ja nichts. Ich bin ja, ne? Ich mach das ja gern. Also im Buch stand nichts, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Beschimpfe nur Absal. Diesen Drecksack. Ah, oder kann das sein, wenn ich einmal zu oft in dieselbe Richtung laufe? Fällt mir gerade ein. Also ich darf nicht geradeaus laufen, ich muss im Zickzack laufen. Haha, ich glaube, das ist das. Das ist das Rätsels Lösung. Muss ich eben Pause machen, weil es geklingelt hat. Kleinen Moment bitte. So, und da bin ich auch schon wieder. Tut mir leid für diese kleine Unterbrechung. So. Ich glaube, wenn ich die Treppe hochgehe, dann sehen wir es hoffentlich schon, ne? Ja, da ist es. So, was ist das? Ach so. Ja, okay, warte, ich muss mir jetzt mal einfach was zu malen holen. So. So, der Sonnenstein. Das ist, glaube ich, eine ganze Sonne, oder? Ist das eine Mittagssonne? Würde ich sagen, oder? Was ist das? Ist das Vollmond oder ist das Neumond? Das sieht aus, entweder Vollmond oder Neumond. Das ist auf jeden Fall ein Kreis, so. Und da oben, das ist irgendwie so ein Dach oder so? Axon Circumflex? Kringeln. So, dann schaue ich mal, ob ich das hinbekomme. So. Jetzt weiß ich ja auch, wie das hier mit den Lava-Dingern funktioniert. Dürfte ja jetzt auch kein Problem mehr sein. Zack, 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 zack. Zack, zack, okay. Ich habe vergessen, was ich gemacht habe, egal. So. War klar. War klar. Shitte. Mindestens lässt er mich wieder zurückgehen. Och Mann, das war doch eigentlich idiotensicher. Okay. Mal gucken, aber wenn ich von hier aus da drauf gehe, dann passiert nichts, wenn ich jetzt von... Moment, ich demonstriere das. Wenn ich aber von hier aus da drauf gegangen wäre, wäre das kaputt gegangen. Siehst du, also das wirklich, was dran liegt, geht dann kaputt in derselben Richtung. Deswegen muss ich von da aus dahin gehen. Dann so. Dann. Mist, das funktioniert nicht. So. 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 Ja, das müsste funktionieren. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube so, ne? Hier. War klar, verdammt nochmal. Komm, geh runter. Und ärgern. Aber das war doch... Aber. So. Ach, das klappt doch auch wieder nicht. Wieder weg. Ach, das ist doch zum Kotzen. Moment, ach, ich bin doch so wohl. Warte, ich habe doch gespeichert. Haha, ausgetrickst. Ha. Ist meine Blödigkeit dann doch wieder zu irgendwas gut.
gehen wir mal. So. Ich wollte euch jetzt nicht noch stundenlang langweilen. Schauen wir mal. So. Ob wir noch die Nazis auch nochmal wieder treffen? Bestimmt, oder? Hier zum Showdown irgendwie. So, also. Die Stadt war doch dann... Vulkan? Moment, wie sieht der Vulkan aus? Ah, der Vulkan war... Nein. Spinn doch ne Schwertisch. Der Vulkan war oben dann. So, der Vulkan ist oben. Dann Vollmond und Mittagssonne. Oh, war richtig. Ich glaube, ich habe es eingeschaltet. Huch. Da, guck, wenn man vom Teufel spricht. Sehen Sie, Kerner, ich wusste, dass er uns nützlich sein würde. Kerner, deswegen roch es hier so nach Ratte. Ich kann nur Ihre Angst riechen, Herr Jones. Keine Bewegung. Mein Gott, wie wunderschön. Glückwunsch, Dr. Jones. Sie haben dem Dritten Reich soeben den Endsieg zugespielt. Sie brauchen schon etwas mehr als ein paar Orichalkum-Bomben, um die Welt zu überrumpeln. Bomben? Die Götter brauchen keine Bomben. Sehen Sie sich doch mal um. Wozu glauben Sie, sollte diese Maschinerie denn gut sein? Dieses Geheimnis werden wir nie lüften. Als Zentralkraftwerk für religiöse Zeremonien, für Grillpartys am Wochenende. Für Grillpartys am Wochenende? Falsch! Wie schon Plato selbst genau wusste, ist dies eine Fabrik, die höhere Wesen erzeugt. Während Sie hier rumgestapst sind, haben wir eure Schalkum gesammelt. Herumgetapst. Und nun haben wir alles, was wir brauchen. Sind Sie bereit für den größten Augenblick der Geschichte, Doktor? Haben Sie nicht diese deformierten Knochen bemerkt? Fehlgeschlagene Experimente, unwürdige Sklaven, die im Namen der Wissenschaft geopfert wurden. Der Fortschritt hat halt seinen Preis. Waren Sie schon zu Beginn nicht ganz menschlich? Vielleicht waren Sie schon zu Beginn nicht ganz menschlich. Unmenschlich oder untermenschlich. Sie wurden von ihren eigenen physischen Makeln zerstört, als sie in der enormen Macht dieser Maschine badeten. Glücklicherweise haben wir keine solchen Makel. Solchen Makel. Sie reden hier von Selbstmord, meine Herren. Wissenschaftlicher Fortschritt fordert auch viel Mut, Jones. Das sollten doch gerade Sie gut verstehen. Glauben Sie wirklich an diesen Götterspuk? Warum nicht? Als Gott werde ich alles wissen, überall sein, jeden beherrschen. Wir werden gemeinsam herrschen, Herr Doktor. Seien Sie nicht albern, Kerner. Sie sind auf so etwas nicht vorbereitet. Wir werden sehen. Ach, der schießt ihn doch gleich. Erzähl mir nichts. Ich sag Ihnen was, wir gehen heim und sterben im Bett. Prima, schicken Sie mir eine Postkarte aus Valhalla. Klingt nicht schlecht, das würde ich gern probieren. Nein. Ich sage Ihnen was, wir gehen heim und sterben im Bett. Wir sind Wissenschaftler, wir können nicht gehen. Wir müssen diese Maschine ausprobieren. Und Sie geben einen feinen Freiwilligen ab. Nein! Was? Wenn hier jemand Gott wird, dann ich. Sie machen Witze. Ich bin der Leiter dieser Operation, Sie Würstchen. Aktivieren Sie die Maschine. Ein Test ist ein Test. Plato schlug 10 Perlen vor. Probieren wir das mal. Halt! Was jetzt, Jones? Oh, ich muss mal eben husten, Moment. Ein Synchronisations-Mut.
Also damit helfe ich denen ja eigentlich, ne? Dann ist der tot. Wenn ich ihm helfe? Oh, machen Sie weiter, Sie haben das nötig. Ach, ich helfe dem, oder? Ach, ich weiß nicht, was mache ich? Er ist ein Deutscher, der kann doch von mir aus krepieren. Sie machen da einen großen Fehler, Kerner. Wie jetzt? Zehn Perlen sind mit Sicherheit zu viel. Nur so ein Gedanke. Er könnte recht haben. Wir sollten durch 10 teilen. Probieren Sie eine Perle. Ach scheiße, jetzt macht er doch richtig. Eine Perle also. Und die Frisur richten, bevor ich zum Gott werde. Himmel, es funktioniert! Ein Schwein! Tja. Eine kleine Perle für einen kleinen Mann, nicht Jones? Sie sind an der Reihe. Danke für das Angebot. Ich schaue lieber zu. Bewegen Sie sich, bevor meine Leute hier Sie zwingen werden. Scheiße. So ist es besser. Wieso glauben Sie besser als die Atlanteaner zu sein? Wissenschaft, mein Junge. Wir haben sie. Die Atlanteaner hatten sie nicht. Ich beginne. Einen Moment. Und wenn Platos Fehler in der anderen Richtung lag? Wie meinen Sie das? Mal nehmen? Plato und Kleiner lagen beide falsch. Sie könnten Göttertum nicht mit Perlen kaufen. Sie können Göttertum nicht mit Perlen kaufen. Na gut, Jones, Sie entscheiden. Wie viele Perlen sollen wir verwenden? Na gut, dass ich abgespeichert habe. Anzahl ist egal, das hier ist ein Mythos. 100 Perlen. Keine Perlen, Sie alter Verrückter. Ach, komm, Sie Doktor. Wo ist Ihre wissenschaftliche Neugier? Ich weiß es nicht. Lassen Sie uns das doch ausdiskutieren. Dazu ist keine Zeit. Wie viele Perlen sollen wir nehmen? Ach du Scheiße. Die Anzahl ist egal, das hier ist ein Mythos. In diesem Fall probieren wir Platos Vorschlag. 8, 9, 10 Perlen! Nein! Indy! Indy! Oh, Fesch! Tödlicher Verwandlung zerfiel Atlantis zu Staub und begrub alle Geheimnisse und auch die Deutschen. Ja, schade, das war wohl verkehrt. Gut, dann beende ich diesen Part an dieser Stelle. Das Spiel ist noch nicht vorbei, möchte ich jetzt anmerken für alle, die dies nicht begriffen haben. Es war nur verkehrt. Wir haben zwar den schrulligen alten Wissenschaftler gekillt, aber leider sind wir auch verpufft. Also, im nächsten Part versuche ich es einfach nochmal. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Also bis zum nächsten Mal, zum großen Finale. Bis dann. Tschüss.